Ich sehe Madames Brosche, ein Vertrauter. Ich soll für Madame nach Tatienne suchen. Was kannst du mir über sie sagen? Sie wird immer noch vermisst? Oh, hätte ich ihr doch besser zugehört. Meinst du vor ihrem Verschwinden? Einen Tag zuvor. Sie hat laut geweint. Sie hat ihren Kamm gesucht. Ein Geschenk von Madame. Kein teurer, aber für sie war er von unschätzbarem Wert. Tatienne war eine Waise. Madame ist wie eine Mutter für sie. Wie für uns alle. Deshalb also die Tränen. Und ich habe sie nicht getröstet. Aber vielleicht jemand anderes. Tatiennes Schlafgenossin. Vielleicht ist ihr etwas aufgefallen. Sie sitzt dort drüben am Teich. Danke. Hoffentlich weiß Tatiennes Schlafgenossin mehr. Du bist doch Madames neue Leibwache, habe ich recht? Musst du etwa Botengänge für sie erledigen? Du Armer. Dann bist du ja schon ausgelaugt, bevor deine Schicht heute Nacht beginnt. Ich habe gehört, du teilst dir ein Zimmer mit Tatienne. Hat sie dir irgendwas gesagt, bevor sie... verschwunden ist? Nur, dass sie jemanden treffen müsse. Sie hat keinen Namen genannt. Aber ich weiß trotzdem, wen. Wen denn? Der vom Grenzposten. Kleiner Widerling. Hat jeden Geld für Tatienne ausgegeben und sich ständig mit ihren anderen Freiern angelegt. Er klebte ihr ständig am Rock. Anfangs hat das Tatienne gefallen, aber schon bald wurde er ihr unheimlich. Sie wollte es Madame sagen. Aber die war so stolz auf Tatienne für die hohen Einnahmen. Also hat sie nichts gesagt. Hast du den Mann schon mal gesehen? Kannst du ihn beschreiben? Natürlich. Hat er oft genug versucht, bei uns einzusteigen. Er hat eine Narbe über dem Auge. Angeblich eine Kriegswunde. Danke, das hilft mir weiter. Lass ihn nicht entwischen. Finde ihn, dann findest du auch sie. Ein Mann vom Grenzposten. Dann sollte ich mich an der Garnison umsehen. Ich hab dich lange nicht im Schleier gesehen. Das war's für heute. Ein paar Bierchen und dann in den Schleier? Ich werfe für den Schleier. Hab gehört, du hast beim Würfeln gewonnen. Ich suche einen Mann mit einer Narbe überm Auge. Zum Vögeln oder was? Sieht das hier aus wie ein Bordell, Träger? Verpiss dich! Still, du Esel! Siehst du nicht die Brosche? Ein Wort von dem reicht und der Schleier ist für uns gestorben. Es gibt nur einen Soldat mit so einer Narbe bei uns. Sein Name ist Yannick. Ich habe ihn aber eine Weile nicht gesehen. Ja, er meinte, er will nach Mur. Er ist vor ein paar Tagen aufgebrochen. Er wollte dort wohl einen Händler treffen. Madame dankt euch. Mur ist das letzte Dorf vor Oriflam. Ich sag besser Isabel Bescheid. Was nicht bezahlt. Der Depp war doch fast jede Nacht da. Der Kommandant hat's auf uns abgesehen. Als ob wir zwei es nötig hätten, Schwertübungen zu machen. Wo ist dein vorgesetzter Offizier, Träger? Weißt du nicht, dass das Übungsgelände nur für echte Soldaten ist? Hast du dich verlaufen? Junge, die kaiserliche Garde braucht deinesgleichen nicht. Geh zurück zur Infanterie, wo du hingehörst. Ich bin gleich wieder weg. Ich fass es ja nicht. Sieh dir die Brosche von dem Mistkerl an. Deshalb stolziert er hier rum, als würde ihm der Laden gehören. Als wir Schutz angeboten haben, hat sie gelacht. Dieser Arsch soll mehr drauf haben als die Elite des Kaisers. Das lässt sich doch sicher schnell herausfinden. Wie sieht's aus, Träger? Zeig uns, warum du die Brosche trägst. Lieber nicht. Verständlich. Nur ritterlich, wie wir nun mal sind, müssen wir sicherstellen, dass die Madame gut aufgehoben ist. Gut.
wenn ihr unbedingt wollt. Oh, nur damit du es weißt. Ich halte mich nicht zurück und du solltest es auch nicht. Bereite dich ruhig vor, falls nötig. Nicht, dass du nachher heulst, es wäre Schiebung gewesen. So, dann wollen wir uns mal ein Bild von dir machen. Wenn du darauf bestehst. Arroganter Bastard. Also gut, dann mal los. Wenn du dich bei deinem Frauchen ausweinst, sag ihr, dass Leon dich so zugerichtet hat. Du kannst ruhig mit schmutzigen Tricks kämpfen, Träger. Ha! Ha! Quatsch, Leon. Ah, er ist also nicht so schlapp, wie er aussieht. Gut. Hoch das Schwert. Lass uns Spaß haben, ja? Was findet die Madame überhaupt an einem Träger? Ich weiß zum Beispiel, wann ich den Mund halten muss. Du hast Potenzial, das gebe ich zu. Was das jetzt? Gregors Galle! Der Bastard schwitzt nicht mal! Brosche hin oder her, er ist ein Träger. Der Kommandant darf nichts hiervon erfahren. Nicht nach der Schelte wegen der verpassten Drills. Vielleicht hatte er ja auch recht. Ich gehe dann mal. Ja, gut, dass wir dich los sind. Immerhin wissen wir, dass die Madame sicher ist. Eine Bitte. Falls sie fragt, sag ihr, dass wir uns gut geschlagen haben, hm? Ein Träger verprügelt die kaiserliche Garde. Der Kommandant ist... Thank you.
Clive, hast du gute Nachrichten für mich? Das bleibt abzuwarten. Hätte Tatjana mir das doch gesagt. Dieser Janek. Die Soldaten meinten, dass er ein Moor sein könnte. Angeblich wollte er dorthin, um einen Händler zu treffen. Fragt sich, warum er nicht zurückgekommen ist. Und deshalb willst du vermutlich nach Moor, um das herauszufinden. Soll ich das etwa nicht? Doch, natürlich. Ich sorge mich allerdings, was dich dort erwarten könnte. Die Menschen in Moor sind recht engstirnig. Auf Träger sind sie nicht gut zu sprechen. Solltest du ihnen auffallen, werden sie dich ohne Zögern ausliefern. Doch mir ist dort jemand einen Gefallen schuldig. Mehr als nur einen. Sein Name ist Bertrand. Er arbeitet bei den Ställen. Sag ihm, ich schicke dich. Gut, ich komme so schnell wie möglich zurück. Mein Vetter in der Hauptstadt sagt, sie hätten eine Werft durch eine Ätherflut verloren. Nur gut, dass sie mehr als eine haben, was? Das war's für heute. Ein paar Bierchen und dann in den Schleier? Ich wär für den Schleier. Und dann... Seit der Bellinus-Höhe ist kein Mond vergangen. Ich hätte nicht erwartet, einem Träger mit dieser Brosche zu begegnen. Umso erleichterter bin ich, dich zu sehen. Kann ich von dir Stillschweigen erwarten? Worüber? Über diese ganze Unterhaltung. Die Bitte, die ich an dich richten will. Die Tatsache, dass ich die Madame in meiner bescheidenen Art und Weise unterstütze. So unwahrscheinlich es klingen mag. Innerhalb der gesellschaftlichen Elite von Sambrec finden sich auch solche, denen die barbarische Behandlung der Träger zutiefst missfällt. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Diese Stadt wird allein von ihren Trägern am Laufen gehalten. Dennoch gibt es viele, die ihre Sklaven hungern lassen. Nicht etwa aus Geldnot. Einfache Mahlzeiten kosten schließlich so gut wie nichts. Nein. Aus reiner Freude am Leid anderer. Es ist nichts als pure Grausamkeit. So abscheulich es auch ist. Meine Landsleute würden sich eher ins eigene Fleisch schneiden, als den Hunger ihrer Träger zu stillen. Und meine kleinen Bemühungen, Rationen zu verteilen, sind trotz größter Vorsicht leider entdeckt worden. Was uns zu meiner Bitte führt. Dein Brandmal eröffnet dir tatsächlich auch gewisse Möglichkeiten. Solche, die mir von großem Nutzen wären. Gut. Was genau soll ich tun? Ich danke dir. Eine einzelne Mahlzeit ist vielleicht nicht viel, aber den Trägern bedeutet es die Welt. Teil das hier an sie aus, aber bleib unbeobachtet und beeil dich. Was ich bereitstellen kann, soll dort ankommen, wo die Not am größten ist. Momentan ist sie das hier in der Garnison. 3 Träger, überlastet und unterernährt. Ihnen ist nicht eine einzige Pause vergönnt. Kein Wunder, dass die meisten nicht alt werden. Ja, es ist tragisch. Aber lass dich von deinem Zorn nicht aus der Ruhe bringen. Es gilt bereits als Widerstand gegen die kaiserliche Autorität, den Unterdrückten ein wenig Beistand zu leisten. Bitte übe dich in Diskretion. Nicht nur um unseretwillen, auch für die Träger. Ach, und wenn es getan ist, sei doch so freundlich und gib einem der Mädchen der Madame Bescheid. Du wirst nicht bleiben? Ich fürchte, nein. Man erwartet mich in der Hauptstadt.
Allein mit diesem Gespräch habe ich schon viel riskiert. Der Fluch ist schon Strafe genug. Sie sollen nicht auch noch hungern. Hast du eine Ahnung, warum Adam über ihr redet? Wartest du etwa darauf, dass es von selbst heilt? Mach schneller! Jetzt ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt. Du hast sicher großen Hunger. Das hatte ich bitter nötig. Danke. Doch ich heb's mir erstmal auf. Ich will nicht erwischt werden. War es schon immer so schlimm? Ohne den Kämmerer wären ich und viele andere schon tot. Seit er uns hilft, geht es uns ein wenig besser. Das ist immerhin etwas. Dieser Markt ist ein Regen. Hier ist etwas für dich. Vom Kämmerer? Ich danke dir. Du musst jetzt gehen. Schnell, bevor dich jemand sieht. Bitte. Träger, hier gibt's keine Pause. Die Esse soll glühen, verdammt. Und du? Wenn du eine Nachricht für mich hast, dann spuck sie aus. Wenn nicht, zurück an die Arbeit! Das war's für heute. Ein paar Bierchen und dann in den Stein. Wir haben das Recht, alle verbotenen Gegenstände zu...
es jetzt sicher, nach Nordstadt zu reiten? Freut euch, meine Kinder, denn wir sind die Auserwählten, gesegnet mit der ewigen Gnade der Göttin. Ist dir gut? Quentin Siegel, du gehörst zu uns. Was für ein Glück. Wildstimme, sie haben uns angegriffen. Randall wollte sie unbedingt weglocken. Der Kerl hat wirklich mehr Mut als Verstand. Wo ist das passiert? Weiter da vorne, auf der Lichtung. Bitte, geh und rette ihn. Ich werd's versuchen. Geh du zurück nach Kielbrück und erzähl alles Quentin. Yeah.
Hilf mir! Armer Randall. Ich bin zu spät gekommen. Er soll hier nicht einfach liegen bleiben. Zurück zu Quinton. Ich hab von ein paar Trägern gehört, was du mit den Valutern drüben im Kehr angestellt hast. Bin froh, dass du auf unserer Seite kämpfst. Das wird meine letzte. Kann ich noch einen Schluck haben? Dann bleibe ich hier. Freund von Quinton ist doch mein Freund.
Kämpf weiter für die Sache. Ah, da bist du. Ich habe gehört, was passiert ist. Und? Wie ich sehe, bist du allein. Verdammt. Das habe ich befürchtet. Er liegt in der Nähe des Südtors. Bitte kümmere dich um ihn. Natürlich. Ich werde alles Nötige veranlassen. Ich wusste von seinem Mut. Aber nicht von seinem Leichtsinn. Armer Kerl. Kanntet ihr euch lange? Ziemlich. Mir gefiel, dass er auch vor gefährlicher Arbeit nicht zurückschreckte. Und ihm gefiel die Bezahlung. Weil er damit dem Versteck geholfen hat. Ich werde es Sid selbst sagen. Er wird sicher nicht glücklich sein zu hören, was hier geschehen ist. Und du dürftest auch nicht erfreut über den Ausgang sein. Für deine Mühe. Kann ich noch einen Schluck haben? Wie viele hatte ich? Aber woher wusste der Krämer, dass seine Tochter sich zu dem... Ah, du bist einer von Sids Männern, habe ich recht? Möchtest du dich ein bisschen bei uns nützlich machen? Kommt drauf an. Worum geht's? Ein paar neue Träger aus Oriflam sind angekommen. Quentin musste tief in die Tasche greifen, damit ihr Besitzer sich von ihnen trennt. Das muss ein Unmensch gewesen sein. Die Armen machen keinen Mucks, was ich auch sage. Du machst ihnen sicher nur noch mehr Angst. Haha, ja, gut möglich. Aber vielleicht öffnen sie sich ja einem ihresgleichen. Mach ihnen klar, dass sie hier sicher sind. Ich kann's versuchen. Das reicht mir. Sag ihnen, sie sind sicher. Und wenn sie etwas brauchen, dann können wir helfen. Ich rechne das aus. Vielen Dank. Sie sind da drüben und ruhen sich zum ersten Mal im Leben aus. Bitte nicht schon wieder ruhig zu machen. Die Sonne geht unter. Sie werden bald auf.
Frischer wird das Obst nicht mehr. Das war's für heute. Ein paar Bierchen und dann in den Stein. Was macht einer von denen auf dieser Seite? Oriflamme, wie viele Träger schuften, um deine Kornspeicher zu füllen? Dass ich mit meiner Einheit nie in Moor war. Wenn man hier Träger so verabscheut, wie Isabel sagt. Kaufen, verkaufen oder verschwinden. Verstanden? Endlich Ruhe. Wir sollten eigentlich erst nächsten Monat neue Träger bekommen. Er wird wohl kein Deserteur sein. Was nennst du sauber? Elender Faulpelz! Gestern ist mir schon wieder einer bei der Feldarbeit gestorben. Hast du meine kleine Chloe gesehen? Ich habe sie aus ihrem Käfig gelassen, damit sie ein bisschen rumrennen kann. Aber sie kommt einfach nicht zurück. Ob sie sich verlaufen hat? Kannst du bitte nach ihr suchen? Ich kann dir leider nichts versprechen, aber ich halte gern Ausschau nach deinem Hund. Wie sieht er denn aus? Chloe ist doch kein Hund. Sie hat wunderschönes weißes Haar. Wenn ich traurig bin, tröstet sie mich. Und sie kann ganz viele Kunststücke. Sie läuft gerne durch die Weizenfelder. Ich soll sie eigentlich nicht rauslassen, aber bis jetzt ist sie immer zurückgekommen. Bestimmt hat sie Hunger. Sie hat seit gestern nichts gegessen. Es ist doch meine Aufgabe, sie zu füttern. Wenn das so ist, dann mache ich mich besser schnell auf die Suche, ja? Die Felder sind sehr weitläufig. Aber vielleicht hat ja jemand Chloe gesehen. Sind das deine Felder? Vielleicht kannst du mir helfen. Puh,
Du bist wohl nicht von hier, was? Anders lässt sich deine Unverschämtheit nicht erklären. Warum sollte ich einem Träger helfen, hm? Weil es nicht für mich, sondern für das kleine Mädchen aus dem Dorf ist. Ich soll für sie nach Chloe suchen. Ach, du meinst sicher Lisette. Die und ihre widerliche Flohschleuder. Ich habe sie zuletzt an der Windmühle rumschnüffeln sehen. Mittlerweile sollte das Mädchen wirklich alt genug sein, um zu wissen, dass sie nicht von der Kette lassen darf. Also zur Windmühle. Ja, verschwinde. Ich will hier keine fremden Träger. Chloe? Also, weiß bist du jedenfalls nicht. Dann bist du wohl nicht Chloe. Ist das? Da liegt doch jemand auf dem Boden. Ich gehe mal etwas näher ran. Eine Trägerin. Chloe, da bist du ja. Ich hab dich gerufen. Was? Steh auf. Du hast jetzt genug geschlafen. Wir müssen nach Hause. Chloe? Bist du etwa schon ein Stein geworden? Ich hab dich doch nur ganz wenig Kunststücke machen lassen. Dabei hatte ich dich am liebsten. Die anderen Chloes hatten nicht so schönes Haar. Bestimmt dauert es ewig, bis Papa mir eine neue gibt. Ich krieg sie ja erst, wenn sie zu müde zum Arbeiten sind. Sie war also nicht mehr als ein Spielzeug für dich? Bist du gar nicht traurig, dass sie tot ist? Sie ist nicht tot, sie ist ein Stein. Der Fluch hat sie zu Stein gemacht. So ist sie gestorben. Und egal, wie vielen anderen du ihren Namen gibst, das bringt sie nicht wieder zurück. Nein, sag doch nicht sowas. Es ist aber die Wahrheit. Hätte sie nicht dieses Brandmal gehabt, wäre sie ein ganz normaler Mensch gewesen. Jemandes Tochter. So wie du. Aber Papa sagt immer, dass Träger keine Familien haben. Sie hatten mal eine. Eltern, die sie weggegeben haben. Geschwister, die sie nie wiedersehen werden. Als ihr Chloe bei euch aufgenommen habt, wurdet ihr ihre Familie. Vergiss das nie. Und vergiss Chloe nie. Ich... Lass mich auch mal. Komm schon, gib ihn zurück. Wenn Papa das merkt, krieg ich Haue. Wenn auch nur ein Korn fehlt. Bist du Bertrand? Madame schickt mich. Habe ich mir schon gedacht. Ich höre schließlich nur was von ihr, wenn sie was braucht. Na sag schon, worum geht's? Eine ihrer Kurtisanen wird vermisst. Und ich soll sie finden. Ein Soldat, der vielleicht weiß, wo sie ist, soll sich hier in Mur mit einem Händler getroffen haben. Bei uns machen Dutzende Händler auf dem Weg in die Hauptstadt Rast. Aber einer von ihnen hatte vor kurzem Streit mit einem Soldaten. Ist er noch hier? Der Händler? Oh ja, der sture Bock hat den Soldaten einfach schreien lassen, bis der sein Angebot angenommen hat. Wenn du nach ihm suchst, sei vorsichtig. Hier lässt man einen Träger eher verrecken, als sich die Hände schmutzig zu machen. Daran kann nicht mal Madames Brosche was ändern. Verstanden.
sollten eigentlich erst nächsten Monat neue Träger bekommen. Was willst du, Träger? Wo ist dein Herr? Du legst es wohl darauf an, was? Ich wurde aus Nordstedt geschickt. Auf Geheiß von Madame. Der Name sagt dir was? Wie? Aber selbstverständlich doch. Ich bin Madame treu ergeben. Und wie kann ich ihr zu Diensten sein? Du wurdest vor ein paar Tagen im Streit mit einem Soldaten gesehen. Er hatte eine Narbe über dem Auge. Ja, das stimmt. Er hatte einen Kamm und meinte, es sei eine Antiquität. Er wollte ihn bei mir gegen einen neuen tauschen. Aber so alt das Ding auch war, eine Antiquität war das mit Sicherheit nicht, wie ich ihm auch gesagt habe. Allerdings hat er das nicht akzeptiert und wollte mich mit Geschrei einschüchtern, wirklich hartnäckig und stur. Ich habe nicht nachgegeben und als er endlich heiser wurde, hat er schließlich einen neuen Kamm von mir gekauft, wenn auch nur einen billigen. Weißt du, wohin er danach gegangen ist? Nach einem Geschäft ist normalerweise niemand mehr am Plaudern mit mir interessiert. Dieser Mann schon, zu meinem Erstaunen. Er wollte zu den Ruinen, nicht weit von hier. Vielen Dank. Dafür doch nicht. Ich würde alles für Madame tun. Alles. Sag ihr bitte, dass ich dir weitergeholfen habe, ja? Bitte, mein Freund. Du auch den Tod hier, Torgal. Wölfe. Die sind eine Gefahr für die Dorfbewohner. Die Wölfe waren offenbar hungrig. Doch diese Wunden sind trocken. Du bist es also. Tatjen. Tatjen, sagst du? Dann ist der Tote neben ihr wohl Yannick. Die Frau, die er jede Nacht besucht hat. Er meinte, sie heißt Tatjen. Du... Bist du mir gefolgt? Warum sollte ich das? Oder hast du irgendwas verbrochen? Nein, ich sollte Yannick finden. Und wie es aussieht, hab ich das. Und ich habe meine Vermisste gefunden. Es war die Eifersucht. Der Gedanke, dass da noch andere waren, hat ihn krank gemacht. Eines Abends trug sie einen Kamm im Haar. Yannick dachte, der wäre von einem anderen. Uns hat er gesagt, dass er den Mann finden und töten will. Wir haben ihn wie immer nicht ernst genommen, aber dann ist er nach Mur aufgebrochen und nicht zurückgekommen. Der kam in ihrem Haar. Er war ein Geschenk von Madame. Hätte Yannick doch bloß gefragt. Dann würde er nicht hier draußen verrotten. Ich glaube, er hatte etwas Größeres vor.
Er hat dir den Kamm gestohlen und dir einen neuen gekauft. Einen Antrag vielleicht. Was? Ein Antrag? Und damit ihr und Madame in Nordstedt leben? Desertieren konnte er ja wohl schlecht. Richte Madame mein Beileid aus. Wenn unsere Männer Yannicks Leiche abholen, sehe ich zu, dass sie Tatjana zum Schleier bringen. Bist du dir sicher? Die Sache lässt sich nicht vertuschen. Also müssen wir versuchen, Madame versöhnlich zu stimmen. Da fällt mir ein, ich habe sie gerade in Moor gesehen. Erklärst du ihr alles? Ich halte mich da lieber raus. Ich muss es Isabel sagen. Vielleicht hilft der Kamm ihr wenigstens dabei, Abschied zu nehmen. Also überlebt. Deine Gefährten sind in der Zwischenzeit eingetroffen. Sie warten an der kleinen Kapelle oben auf dem Hügel auf dich. Danke, aber habt ihr nur dafür den Weg auf euch genommen? Ich wäre ohnehin zu euch gekommen. Dann hast du sie gefunden. Nein, meine arme Tatjana. Dass ein Mann mit Leib und Seele einer Kurtisane verfällt, ist nicht selten. Er ist recht nicht, wenn er jung und fern von seiner Heimat ist. Doch ein gutes Ende nehmen diese Geschichten nie. Der Kamm lag neben Tatjana. Sicher wollte ihn zurück. Ich danke dir, Clive. Ich werde ihn ihr bei der Bestattung beilegen. Ich muss los. Nein, warte. Ich habe noch etwas für dich. Ein Zeichen meines Danks. Im Schleier kehren auch befehlshabende Offiziere der kaiserlichen Armee regelmäßig ein. Bei einigen lockert sich die Zunge im Laufe der Nacht. Die Legionen bereiten sich auf einen Marsch Richtung Süden vor. Otto hat auch schon davon gesprochen. Ach, sagte Otto auch, dass es um alle Legionen geht? Es handelt sich um kein Gefecht. Ich vermute, dass der Kaiser vorhat, die Hauptstadt aufzugeben. Aber was weiß eine Frau wie ich schon von Politik? Leb wohl, Clive. Ja auch. Danke, Isabel.
Bin ich zu spät? Gerade rechtzeitig. Drin ist es leider schlimmer als gedacht. Truppen, soweit das Auge reicht. Und wer klopft an? Der flüchtige Überläufer. Genau deshalb nehmen wir die Hintertür. Was habt ihr denn? Nirgends ist man so ungestört wie in einem... Bordell. Ach ja? Ich fühle mich beobachtet. Und jetzt? Wie geht es weiter? Wir nehmen das Kristalltor. Gleich nach Sonnenuntergang. Werden dort nicht die Splitter verladen? Das ist einer der schwerstbewachten Orte in Sanbrek. Du bist informiert, doch nicht ganz. Es gibt dort eine Abkürzung direkt zum Kern. Eine Abkürzung. Interessant, dass ein flüchtiger Dominos an solche Informationen kommt. Nun, vielleicht habe ich den Weg schon einmal ausprobiert. Und vielleicht musste ich da abhauen, weil Bahamut mich entdeckt hat. Schnee von gestern. Sid, falls das mit den Mutterkristallen wirklich stimmt... Falls? Das trifft mich, Jill. Was ich sagen will, ist... Falls die da oben alle davon wissen, warum tut dann niemand etwas dagegen? Wie du vielleicht weißt, sorgen die gottesfürchtigen Menschen hier und ihre frommen Führer sich nur um eins, sich selbst. Und sie werden alles tun, um an der Macht zu bleiben. Der Rest ist ihnen vollkommen egal. Sobald man seine Stimme gegen sie erhebt, ist man geächtet. Ab in die Kerker und auf nimmer Wiedersehen. Geächtet. Wer die Kristalle in der Hand hat, beherrscht die Welt. Aber wir können auch ohne sie Magie wirken. Für unsere Herrscher sind wir die idealsten Werkzeuge und die gefährlichsten. Aber was gibt ihnen das Recht, uns so zu behandeln? Uns auszubeuten und dem Tod zu überlassen? Was kümmert einen Fürsten ein zerbrochener Krug? Was denkst du? Wir bedeuten ihnen überhaupt nichts. Nein, wir können mit Worten nichts erreichen. Ich hab's versucht. Man stößt auf taube Ohren. Die Welt will uns nicht zuhören. Also Schluss mit Reden. Wenn man uns keine Stimme gibt, verschaffen wir uns anders Gehör. Ihr könnt mir nicht verübeln, dass ich dem ein Ende setzen will, oder? Ich nicht. Aber du wirst vielen Menschen das Leben zerstören. Für sie bist du dann auch ein Geächteter. Sid, der Geächtete. Ja, gefällt mir. Willst du das nicht ein bisschen ernster nehmen, Sid? Ach, sei doch nicht so, Jill. Gönn mir wenigstens einen richtigen Titel. Wenn man sich dafür an mich erinnert, spiele ich doch gern den Bösewicht. Aber erst haben wir noch einiges vor. Einmal drin gibt es kein Zurück. Also macht euch bereit. Die Welt rettet sich nicht selbst.
Guckst du nur oder kaufst du was? Das war's für heute. Ein paar Bierchen und dann in den Schleier. So wenig Patrouillen. Zum Glück scheint man's mit dem Wachdienst hier nicht so ernst zu nehmen, wie du es tust. Kommt uns gelegen. Das wär's ja mal. War vielleicht doch nicht so ein schlechter Plan. Was soll das denn schon wieder heißen? Dass ich mich noch gut an deine letzte tolle Abkürzung erinnern kann. Ach, die war doch spannend. So ein Plan muss nicht perfekt sein. Bisschen Überraschung tut gut, dann bleibst du jung und knackig. So wie du also. Clive, mein Junge, selbst die kleinsten Hürden im Leben bieten dir die Chance, über dich hinauszuwachsen. Nutze solche Momente. Sie werden dich in tiefstem Herzen von innen heraus erfüllen. Ach, unter Erfüllung stelle ich mir was anderes vor. Ich bin noch jung und knackig genug. Ist was? Nein, nichts. Ich frage mich nur, wann ihr fertig seid. Gut, gehen wir den Kern des Kristalls zerstören. Dann sollte das ganze Ding in sich zusammenstürzen. Und was, wenn wir auf Widerstand treffen? Dann werden wir die Chance nutzen, um über uns hinauszuwachsen. Kommt, hier lang. Lasst euch nicht entdecken. Sag bloß. Keine Sorge, die Luft ist rein. Sind ja doch ein paar. Bringen wir es hinter uns. Sie mal nicht daran. Ich schwöre, der Weg war mal geheim. Was immer du sagst. Dein Plan muss nicht perfekt sein. Dem Ding hast du es aber gezeigt. Gern geschehen. Der Haupttunnel? Davon gehe ich aus. Da sind überall Wachen.
Irgendwann endet jeder Spaß. Ab jetzt könnten wir etwas mehr zu tun haben. Alarm! Zu den Mann! Und holt die Kanonier! Sofort! Das ist die Chance, von der ich vorhin gesprochen habe. Wen haben wir denn hier? Habt ihr Würmer euch verirrt? Ihr seid höchstens noch Fischfutter, wenn mein Mörser euch zermalmt! Originell? Stopfen wir ihm das Maul. Schnell, seine Wunden! Hört ihr das? Ich ahne Schlimmes. Stater! Dann sollten wir uns beeilen. Hilf mir! Gut gemacht, Doc. Thank you.
mir! Schnell, meine Wunden! Schöner Anblick. Akasisch oder nicht, das war ein Mensch. Ertrunken im Äther. So ein Tod verdient niemand. Kommt. Wachdienst, hier kommt einem Todesurteil gleich. Aber was kümmert das den Kaiser? Lasset den Segen eure Lungen füllen. Ein Dominus zu sein hat auch seine Vorteile. Seht, das ist eine Ätherflut. Das ist gar nicht gut, oder? Was ist mit den Schürfern hier unten? Letztes Mal gab es die noch nicht. Aber wir sollten uns wohl sputen. Uns kann der Äther nichts anhaben. Alle anderen können das aber nicht von sich behaupten. Akasischen rauslassen. Ist nicht so weit. Los! Das ging früher schon mal besser. Eigentlich sagt man Danke. Sie ist positiv. Mit mir verirrt ihr euch nicht. Thank you.
Thank you.